machen wir noch eben den Spinner da umbringen. Zack. Wird hier auch noch Weg machen. Und weiter geht's. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Da, man hat's wieder gesehen. Wenn die in das Feuer springen, die Gegner, dann kriegen die so eine Art Upgrade, kann man sagen. Dann werden die rot oder schwarz, glaube ich, und dann verursachen die mehr Schaden. Yay. Boah, das war aber mal glücklich hier. Bolts of Steel Pille und dann gleichzeitig noch in der roten Kiste hier ordentlich Seelenherzen gehabt. Können wir uns schnell noch das halbe Herz hier hinten. Wenn wir schon mal hier in der Nähe sind, dann können wir mal eben kurz zurücklatschen. Latsch, latsch, latsch. Schnell zurück. So, mal gucken. Hier war ein halbes Herz, genau. Man sollte mal gucken, wenn man nur ein halbes Herz abgezogen bekommen hat und da liegt jetzt irgendwo noch ein ganzes Herz rum, sollte man erst gucken, ob man vielleicht noch ein, zwei Räume macht und dann vielleicht verliert man ja ein halbes Herz, vielleicht auch nicht, aber ja, ein ganzes Herz dafür zu verschwenden, um nur ein halbes Herz zu heilen, wäre natürlich ein bisschen ärgerlich und dumm. Deswegen sollte man immer gucken, dass man auch so viel heilt, wie man auch braucht. Der macht er jetzt tot hier gleich. Ui, ich muss natürlich aufpassen, dass die mich hier nicht wegsprengen. Aber da hat geklappt, gut. Den Scheißhaufen noch wegmachen. Und dann jetzt ab nach unten hier. So, in den Shop könnten wir eigentlich auch nochmal vorbeischauen. Müssen wir ja nicht unbedingt, aber... Ja, die Viecher macht unser Meat Boy auch kaputt. Auch wenn wir nur hinten das Hirn treffen können, unser Meat Boy macht den immer kaputt. Also egal, wie der den anhaut. Unser Meat Boy, das ist immer... Der Gegner ist immer tot einfach. Oder kriegt immer Schaden. Ist immer tot. Ja, ein bisschen Schwachsinn. So, das ist natürlich wieder ein bisschen ärgerlich. Können wir wieder nur alleine spielen hier. Muss natürlich aufpassen, ob wir jetzt nicht... Doof auch noch von den scheiß Viechern hier getroffen werden. Die bewegen sich immer nur, ja, waagerecht, kann man sagen. Die bewegen sich immer nur in einer Ebene. Von links nach rechts immer nur. So, was können wir denn nochmal? Einen Shop können wir uns sparen, glaube ich. Wir haben ja ein Anarchisten-Kochbuch. Ach komm, wir gehen zum Boss. Mein Gott. Gertie, der alte Gertie. Ja, Gertie steht hier auf einem Fleck rum. Da ist unser Anarchisten-Kochbuch auf jeden Fall eine nette Sache. Machen wir direkt mal. Trollbomben-Ink. Zack. Ja komm, Meat Boy. Sollst nicht rumspielen, du sollst den Kacker da kaputt machen. Ach, leck mich doch. Ja, der macht nur ein halbes Herz Schaden, habe ich gerade mal gemerkt. Unser Meat Boy ist einfach komplett in Gertie drin verschwunden. Und da ist er auch schon tot. So einfach geht das. Ohne groß rumzufaxen hier. Warte mal hier. Breakfast, HP up, nochmal mehr HP. Ja, wir könnten jetzt theoretisch nochmal in den Shop gehen, aber das brauchen wir ja nicht, habe ich ja schon gesagt. Zack, gehen wir in die nächste Ebene. Die Tiefen. Jetzt wird es langsam ärgerlich. Ich glaube, jetzt kommen wir langsam in die Gegend, wo wir gleich die Mutter klatschen müssen. Ich glaube, der nächste Boss ist die Mutter. Ja, der nächste Boss wird die Mutter sein. Also der Fuß von der Mutter natürlich. Erstmal. Und dann zum Schluss natürlich, wie auch beim letzten Mal, das Herz der Mutter. Da müssen wir mal schauen, ob wir das schaffen diesmal. Aber wir haben ja den kleinen Meat Boy mit. Der Meat Boy, der hilft uns natürlich sehr schön. Hier machen wir den Secret-Raum auf. Komm. Zack. Yay, Münzen, 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 Münzen und Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. So, Schlüssel und Münzen haben wir genug. Wenn wir jetzt ein anderes Item finden, können wir theoretisch den Flat Penny auch wieder eintauschen. Gegen ein anderes Item natürlich. Boah, die Viecher mag ich auch gar nicht. So. Die können eigentlich gar nicht so kräftig ballern. Kräftig ballern ist auch gut. Die machen halt nur so einen Dreierschuss, aber irgendwie nerven die trotzdem extrem. So, hier, was haben wir hier? Ein Buch. Genau, hier können wir uns was beibringen lassen. Telepathie für Dummies. Ich glaube, da können wir für einen Raum schweben oder... Ich mache das jetzt einfach mal. Genau, wir haben für einen Raum haben wir so Lenkkugeln. Brauchen wir nicht. Buch der sieben Sünden kriegen wir, glaube ich, ein Seelenherz. Ein normales Herz, okay. Haben wir ein normales Herz hier auch drin. Aber wir nehmen unser Kochbuch wieder mit, weil wir haben ja da Trollbomben drin. Kann man immer mal gut gebrauchen. Aber wir haben jetzt, wissen wir jetzt, wir haben in dem Raum noch ein Herz, falls wir uns heilen müssen. Ist auf jeden Fall cool. Ah, das ist Fistula, die kennen wir ja auch schon. Die ist auch ziemlich nervig. Gerade wenn die sich so oft teilt. Ist ziemlich nervig. Aber einfach gucken, dass man hier versucht abzuhauen und dem Meat Boy die ganze Arbeit machen lässt.
Ja, ich sag mal, das sind jetzt so Meat Boy und Dr. Fetus, das sind eigentlich schon die etwas leichteren Challenges, kann man sagen, fast. Na, lässt du mich in Ruhe? Ja, diese Viecher, ne, die sind echt schlimm. Also, die hasse ich wie die Pest. Weil die einen auch echt nicht in Ruhe lassen. Weil die rennen einen halt echt ununterbrochen her. Hinterher. Ah, hier kommt der Greed. Gut, also wir haben in dem Raum diesmal, in dieser Ebene auf jeden Fall keinen Shop, wie es aussieht. Sondern diesen komischen Greedy Boy. Der uns, wenn er uns trifft, Münzen gibt. Und ich glaube, Münzen fallen lässt, wenn wir ihn gekillt haben. Ja. Münzen, Münzen, Münzen. Wir haben genug Münzen, um, weiß nicht, uns ein ganzes Haus zu kaufen. Schlüssel haben wir auch genug. Dann wollen wir mal gucken, was wir hier noch haben. Vielleicht gehen wir jetzt einfach schnell. Oh nein. Oh nein, nein, nein. Oh nein. Das mache ich jetzt, das hier. Warum stehst du nur rum, Meat Boy? Meat Boy. Meat Boy. Meat Boy. Alter. Was hat denn der Meat Boy für Probleme? Ja gut, wir müssen auf jeden Fall da unten hin wegen dem Bossraum. Aber wir machen jetzt erstmal was anderes. Weil das will ich mir jetzt gerade nicht antun da mit den. Man hat das ja schon gemerkt, ey, mit dem grünen Stein da und diesen grauen Stein, die schießen ja so lange, bis die Gegner im Raum kaputt sind. Und dadurch, dass das so eine Fistula-Gegner sind, ja, schießen die halt ewig. Oh nein. Oh nein, oh nein. Och nein. Das könnt ihr mir noch nicht antun. Nein. Geht weg. Geht weg. Geht weg, geht weg, geht weg. Meat Boy, du greifst immer die Falschen an. Du sollst nicht die Schädel angreifen, du Depp. Genau. So. Ah, die Räume sind echt schlimm. Also letztes Mal hatten wir ja da den Geist bei solchen Räumen, da war ganz gut. Da konnten wir immer mit dem Geist uns in so Felsen reinstellen. Das hat ziemlich gut geklappt. Oh, die kommen jetzt aber auch nur noch, ey. Das ist halt nervig, ey. Sehr schön. So, hier machen wir den Stein kaputt. Ach, leck mich doch, Meat Boy. Leck mich doch am Arsch. Du kleiner Sack, ey. So, ein Schlüssel war drin in dem kleinen Stein. So, komm, mach mal deine Arbeit hier. Ist ja nicht umsonst hier. Zack, hier unten ist noch einer. Los. Ja, Fliege hier. Ist auch noch weg. Muss ich also alleine machen, Meat Boy, oder was ist da los? Wir wollen Seelenherz, das können wir uns eigentlich aufheben, da können wir direkt mitnehmen. Geh nochmal eben zurück. Ich glaube, da war doch noch irgendwo ein Herz, oder? Ich meine, oben in dem Bücherraum. Oder haben wir das auch schon mitgenommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Hier war keins mehr. In dem Bücherraum hatten wir echt schon das ganze Herz mitgenommen. Weiß nicht, haben wir hier noch. Haben wir das Item aufgeladen? Nein, haben wir nicht. Gut. Ja, jetzt wird's ärgerlich, jetzt wird's schwer, jetzt wird's richtig schwer. Wir haben keinen Shop, wir können nicht spielen, wir können uns keine Life holen für irgendwie Münzen oder sowas. Was natürlich ziemlich ärgerlich ist. Weil wir haben jetzt 37 Münzen, da wäre natürlich gut, wenn wir uns da mal ein bisschen Herzen für holen könnten. Oh, und jetzt kommt wieder so ein Scheißraum. Komm schon. Komm schon. Der Meat Boy. Der Meat Boy will mich echt trollen. Der steht nur an einer Ecke rum und macht nichts. Der ist doch, will mich doch verarschen. So ein Affe. Jetzt geh weg hier, Meat Boy. Geh weg. Goldene Kiste, komm, gib mir Herzen. Na, keine Münzen, gib mir Herzen. Gib mir ein Herz. Yay, zwei Seelenherzen, jawoll. So muss das sein. So muss das sein. Alter Schwede. Also ich glaube, das hat viel mit diesen Steinen zu tun. Weil irgendwie, ja. Immer wenn diese Steine kommen, dann steht mein Meat Boy nur wie so ein Idiot an einer Ecke rum. Oh Mann, wir haben nichts mehr zum Einsammeln jetzt hier. Ja, wir können uns keine Herzen mehr holen. Das heißt, wir müssen jetzt versuchen mit, was haben wir jetzt? Drei Herzen. Drei ganze Herzen, den einen Raum zu schaffen und den Boss zu schaffen. Oh mein Gott, das wird richtig schwer. Das wird richtig schwer. Tja, mal gucken. So, hier können wir ja nicht. Hier war ja jetzt nichts mehr, ne? Nee.
Oh Mann, ey, ich ahne Schlimmes, ich ahne Schlimmes. Direkt mal das Kochbuch nutzen. Ach Mann. Meatball, beweg dich doch einfach. Ach komm schon! Komm schon, Meat Boy! Oh, das gibt's nicht. Wir haben es echt geschafft. Oh mein Gott. Und eine Pille. Komm schon, jetzt gib mir irgendwas Tolles. Balls of Steel, jawoll. So habe ich mir das vorgestellt. Jetzt komm hier rein, Meat Boy, und mach Damage. Och nein. Nicht gegen Loki. Nicht gegen Loki. Nein. Diesen Boss hasse ich wie die Pest. Mann, geh doch nicht auf dieses Stachelding, Alter. Hast du einen Schaden, Meatboy? Jetzt mal ohne Scheiß, ey. Stimmt's wohl. Oh nein. Mann, was machst du denn da, Meatboy? Was ist denn los mit dir? Hast du einen Schaden oder was? Jetzt geh doch auf den Scheiß Loki, du Eierpflaume. Mann, ey. Alles muss man selber machen hier. Jetzt geh doch... Alter Schwede, ich mach dich gleich tot, Loki. So, jetzt endlich, ey. Meine Güte, meine Güte. So, unsere Tiers haben sich wieder verstärkt und wir haben eine Tarotkarte. The Moon. Was ist denn The Moon? Hm, toll. I like. Das war ja echt super schön. Hätten wir uns das mal aufgespart. Ja, wir haben 55 Münzen schon wieder. Wir hätten jetzt schon ein zweites Mal Kane freischalten können, aber wir brauchen ja... Herzen, 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 Herzen. Unser Meat Boy, der ist irgendwie ein bisschen blöde im Kopf. Rennt da die ganze Zeit gegen dieses komische Stachelding, was man sowieso nicht kaputt machen kann. Aber ich hätte gedacht, jetzt kommt ja vielleicht die Mutter als Boss. Kam jetzt aber nicht. Was mich sehr gewundert hat. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Diese Gegner mag ich gar nicht. Aber sie sind tot. Unser Meatball ist eingequetscht von irgendeinem Stachelding. Oh Mann, ey. Dieser Typ, ey. Och nein. Ja, hier bei den Viechern ist das so, wenn die platzen, kommen diese kleinen nutzlosen Dinger raus. Das ist quasi die verstärkte Version von denen. 61 Münzen. Yay. Das brauchen wir. Das ist genau das, was wir brauchen. Definitiv. Münzen. Secret Raum. So, was haben wir hier? Herzen? Ein Mushroom. Wir werden, glaube ich... Genau, wir haben ein Leben mehr. Genau, wenn wir sterben, kommen wir nochmal neu. Mit, glaube ich, denselben Herzen. Wie vorher. Das heißt quasi jetzt mit 5 Herzen. Das ist ein übelst geiles Item. Kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Na, Schlüssel haben wir genug jetzt langsam. Könnten wir auch mal was anderes finden. Okay. Wenigstens haben wir hier einen Arcade-Raum jetzt. Ah! So. Können wir mal reingehen, komm. Gehen wir mal hier ein bisschen spielen. Müsst ihr euch jetzt zwar reinziehen hier, wie ich hier die ganze Zeit am Automaten spiele, aber ich hole mir jetzt auf jeden Fall hier ein bisschen, ja, wenn ich nicht nur Münzen kriegen würde. Erstmal machen wir hier das Ding kaputt. Ach, wir haben ja gar keine Bomben. Ah. Aber ja, was. Jetzt haben wir eine Bombe. Sehr schön. So, jetzt machen wir erstmal das Ding hier kaputt. Kommen wir vielleicht ein Herz raus. Natürlich nicht. Natürlich kommen nur Münzen raus. Und Schlüssel. Oh mein Gott. So. Komm schon. Jawohl. Gib mir noch eine Bombe, dann kann ich noch den kleinen Typ hier wegsprengen. So, ich würde sagen, den Automaten lassen wir wahrscheinlich am besten einfach mal da. Dann können wir da ein bisschen, oh, 10 Herz. Können wir da ein bisschen, rumspielen immer mal mit unseren Münzen. Komm, ein Herz noch. Münzen gehen auch klar. Können wir immer mal wieder spielen. Oh, die Dollarnote. Ja. Die Dollarnote gibt uns sofort 99 Münzen. Das ist natürlich nicht schlecht. Hatte ich auch noch nie. Was haben wir hier wieder? Book of Belial. Das könnten wir eigentlich mitnehmen. Das macht auf jeden Fall mehr Sinn für uns. Und dann haben wir hier Book of Shadows. Book of Shadows nehmen wir mit. Das Book of Shadows hatten wir ja schon mal. Mit dem Book of Shadows werden wir unbesiegbar für kurze Zeit. Also geiler geht's echt nicht. Gut, das war jetzt natürlich scheiße, dass wir jetzt kein Herz mehr gekriegt haben. Aber... Also, dass wir jetzt diesen Arcade-Raum, diese Slot-Machine quasi kaputt gemacht haben. Och nein, diese Viecher sind auch richtig doof.
weil die einen quasi immer verfolgen, weil die immer so einen Weg hier lang gehen. Mom's Pearl, nehmen wir mit, wir haben eh genug Schlüssel.